Ja, willkommen zurück zur Römerbrief-Serie. Ich freue mich mit euch gemeinsam durch den Römerbrief zu lernen. Und wir sind in den spannenden Kapiteln 9 bis 11 angekommen. Und diese Kapitel 9 bis 11, ich habe es letzte Woche bereits gesagt, die Frage könnte man jetzt stellen, okay, was hat das mit dem Rest zu tun? Also wenn man das oberflächlich, so habe ich es wenigstens immer erlebt, wenn man das oberflächlich hört, dann hört man immer, ja, dann teilt man das so ein und dann sagt man Römer 11, 9 bis 11, das ist jetzt ein Themawechsel, da geht es um die Juden. Aber wir haben bereits in der letzten Predigt gesehen, es geht tatsächlich um ein Generalthema und wir haben den Römerbrief genannt, das Evangelium der Gnade. Das Evangelium der Gnade und wir haben uns angeschaut, was da ein Reichtum drin steckt. Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich persönlich ist diese Auslegung, auch dieses Studium nochmal neu mit dem Römerbrief, so ein Eye-Opener, ja, ein Augenöffner, einfach zu sehen, ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre zu Jesus. Und nichts und niemand kann mir das wegnehmen. Das ist so stark. Und gerade dieser Aspekt, dieses Nicht-Wegnehmen, es ist ja ganz häufig auch die Rede davon, in den ersten Kapiteln, dass wir als Kinder angenommen sind, dass Gott uns durch den Glauben an das, was er in Jesus getan hat, dass er uns zu Söhnen und Töchtern macht. Und dieses Bild ist so stark, weil wir kennen das alle aus unserem Leben, ja, zumindest wenn wir eine einigermaßen, gesunde Atmosphäre aufgewachsen sind, zumindest wissen wir, wie es sein sollte, ja, dass ein Vater oder eine Mutter ihr Kind niemals über die Klinge springen lässt. Und hier haben wir eine sozusagen auch eine Art Beweisführung, für mich ist es zumindest so, am Beispiel der Juden zu sehen, hey, wir sehen die Juden durchs ganze Alte Testament, begleiten wir sie, was Gott ihnen alles versprochen hat, dass er einen Bund mit ihnen schließt in 1. Mose 12, der für alle Zeiten ist, Land, Same, Segen. Und natürlich gibt es auch noch andere Bunde, die an Gehorsam geknüpft sind, aber dass er sagt, ihr seid mein Volk für alle Zeiten. Und das ist so stark und deswegen ist diese ein Stück weit, das läuft jetzt auch wieder ein bisschen parallel im Kapitel 11, wir und die Juden, was ist mit den Juden, dass wir immer wieder wissen, das betrifft uns auch. Und wir sehen hier so viel Zuspruch wieder im Kapitel 11 und mein Wunsch ist einfach, dass es dir genauso geht, dass du das miterleben kannst. Und ich bitte dich jetzt, Gott, ich spreche jetzt mit dir, der du nicht ein ferner Gott bist, sondern der du uns so offenbart hast, dass du unser himmlischer Vater bist. Und ich bitte dich jetzt, Vater, offenbar du dich jetzt, auch wenn wir diesen Römerbrief lesen, der für manche so kompliziert ist und manche Theologen haben es vielleicht auch so kompliziert gemacht, dass sich keiner mehr richtig dran traut und dass du jetzt einfach sprichst. Und während wir so diesen Römer 10 durchlesen, dass du uns einfach mehr von deiner Gegenwart zeigst. Amen. Cool, und wir steigen auch direkt mal ein im Kapitel 10, Vers 1, und da heißt es, ihr Brüder. Also hier schon wieder die Formulierung, das heißt jetzt nicht, es sind nur Brüder angesprochen oder es sind auch keine leiblichen Brüder, sondern es ist tatsächlich, man könnte auch sagen Geschwister, das war so die Formulierung damals. Ja? Paulus bezeichnet halt die, die mit ihm gläubig sind, als seine Geschwister. Also, ihr Brüder, Geschwister, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie errettet werden. Auch hier wieder, wir haben hier die Juden im Fokus. Ja? Deswegen lenkt Gott seine Aufmerksamkeit, wir haben es Kapitel 9 gesehen, mit aller Intensität, dass wir uns darüber Gedanken machen, worum es bei Gott geht. Aber der Wunsch Gottes für jeden Menschen ist, wie es hier heißt, mein Flehen zu Gott ist, dass jeder Mensch gerettet wird. Und ich kann das echt auch nur flehen. Ich stehe hier nicht, um irgendeinen theologischen Vortrag zu halten und zu sagen, okay, das sind diese religiösen Spinner oder so irgendwas, sondern weil das so in meinem Herzen drin ist, dass jeder Mensch eine persönliche Beziehung zu Gott bekommt, jeder, egal was für einen Hintergrund du hast, Christen, Juden, Moslems, Atheisten etc.,
Und das gilt für jeden, dass wir errettet werden. Nicht durch das Ableisten von irgendwelchen Pflichten und irgendwelchen Inhalten, irgendwelchen Religionen. Und das gilt für alle. Das gilt natürlich auch für die Juden, weil die hat Paulus so im Hintergrund, welche versuchen, auch zu diesem Zeitpunkt hier, eifrig alle Gebote zu halten. Und darum sagt er weiter, denn ich gebe ihnen Zeugnis, also den Juden, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannt oder erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und ich sag's dir jetzt, das gilt für Juden und das gilt für alle religiösen Menschen. Deswegen wir und die Juden. Hier heißt es, Eifer für Gott zu haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Hey, wie oft stellen wir unsere Leistung für Gott vor die Beziehung mit Gott? Und wie oft versuchen wir da irgendwas zu beweisen? Ja, und ich sag mal, du musst da noch nicht mal fromm sein oder gläubig sein. Das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding. Wir versuchen zu zeigen, wie gerecht wir sind. Ja, das ist, ob das in der Politik ist, ob das egal wo ist, im gesellschaftlichen Leben. Wir versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit zu beweisen. Und wisst ihr, Sven hat das so wunderbar letzte Woche erklärt. Da muss man eigentlich gar nicht mehr viel drüber sagen. Und das sind ja auch die Verse, die ich hier nochmal anschaue. Es ist gut, Eifer für Gott zu haben. Es ist gut, Eifer für Gott zu haben. Es ist gut, alles richtig und genau machen zu wollen, alle Regeln befolgen zu wollen, aber nicht, um Gott was zu beweisen, sondern, und das ist der Punkt, um in der Liebe zu ihm zu wachsen. Und genau daraufhin zielen die Gebote. Daraufhin zielt das sogenannte Alte Testament. Darauf zielt, was die Juden das Alte Testament, die fünf Bücher Mosen, die Tora nennen. Das hat ein Ziel. In Vers 4 heißt es, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Achtung, hier steht nicht Ende. Das ist wieder das Ding, ja, dass wir sagen, Christus ist das Ende, ja, dann schmeißen wir halt das Alte Testament über Bord, brauchen wir alles nicht mehr, Christus ist ja das Ende. Nein, das hier steht das Wort Telos. Telos heißt das Ziel, die Erfüllung. Jesus sagt zum Beispiel im Blick auf die Gebote, die Tora, sagt er Matthäus 5, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen ist, wird nicht ein Buchstabe und noch ein einziges Strichlein oder Jota vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Es zielt hin auf Christus, auf Jesus. Also das Ziel, das Telos, das sag ich mal, des Alten Testamentes, ja, wie wir es definieren, ist zum einen aufzuzeigen, Gott ist heilig. Das Ziel ist, dass wir nur bei Gott sein können, dass wir das erkennen, nur bei Gott sein können, wenn wir auch heilig sind. Dritte Mose. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und dann heißt es im Vers 5, Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Also das Ziel ist, das Ziel des Ganzen, auch der Bibel überhaupt, auch das Ziel, was Gott von Anfang an hatte mit seinem Volk, mit den Juden, mit Israel, zu erkennen, dass wir Vergebung und dass wir Gnade brauchen. Und dazu sind zum Beispiel auch die ganzen Opfer, die Altäre und der Tempel, nicht um sich dadurch freizukaufen, sondern um zu zeigen, wir brauchen Vergebung für unsere Schuld. Es braucht etwas, jemand, der den Preis dafür zahlt, dass wir gesündigt haben. Alle Opfer im Alten Testament weisen letztendlich hin auf den Messias. Ja, man fragt sich, warum mussten denn so viele Tiere da geschlachtet werden? Ja, und neulich noch von dem Vegetarier gesprochen, sagt, das fällt mir so schwer, das zu lesen. Ja, es ist schwer, das zu lesen, aber es soll nur zum Ausdruck bringen, wir können vor Gott nicht bestehen. Ja, es braucht irgendwas, was einen Preis dafür zahlt, und der Preis kostet Leben, um vor Gott gerecht zu sein. Und das ist alles nur ein Erinnern
daran, das, was passiert. Ja, und das haben wir ja im Römer 5, Vers 8 gesehen. Da hieß es, Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vielmehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vom Zorngericht errettet werden. Und somit ist Jesus das Ziel. Telos, ja, das Ende, die Erfüllung. Und unsere Aufgabe ist jetzt, das wieder zur Herzensangelegenheit zu machen. Für dich und für mich. Für unsere Mitmenschen und natürlich auch für die Juden. So dass dieser Erlösungsgedanke da ist. Es ist im Moment so, ja, wir leben fast schon so einen Mikrokosmos als Christen, ja. Und die Welt, die tickt halt völlig anders. Und unser Ding ist, es ganz einfach runterzubrechen. Es heißt im Vers 6, aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben, sagt Paulus, hey, Gerechtigkeit selbst erlangen und machen und versuchen, es funktioniert nicht. Dann sagt er aber, die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Wir machen es oft zu kompliziert. Wunderbar, da auch wirklich nochmal Svens Predigt zu hören, er hat ja da auch einiges schon zu gesagt, ja. Aber jetzt nochmal im Blick zum Beispiel auf die Juden. Die Juden haben zum Beispiel 613 Mitzvot-Gebote. Dann kommt der Talmud dazu, die Auslegung der Tora mit ganz vielen Erklärungen und so weiter. Ja? Und Paulus war ja ein Kenner der Szene, nicht nur ein Kenner von außen, sondern er selbst, Jude, er selbst, Rabbi, er selbst, der alles getan hat, um vor Gott gerecht zu werden. Der kommt an den Punkt und schreibt das hier nieder, weil er das für sich persönlich erkannt hat. Und er zitiert diesen Vers hier aus 5. Mose 30. Und er sagt, ey, ich habe erkannt, es ist so einfach. Es ist eigentlich so einfach. Vers 8. Sondern was sagt sie? Was sagt denn die Schrift? Oder die Gerechtigkeit, die Gott will? Da heißt es, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Es ist so nah. Und mein Wunsch ist, hey, egal wer du bist, ja, ob du Jude bist, ob du Christ bist, ob du Moslem bist, ob du Atheist bist, ja, ich möchte sagen, es liegt so nah. Die Wahrheit ist so nah. Man kann sie greifen. Wir Menschen versuchen, alles Mögliche anzusetzen, um unsere Gerechtigkeit zu erschaffen. Auch wenn du jetzt gar kein Christ bist, wenn du säkular, völlig atheistisch lebst, aber ja, allein schon, du versuchst, gesund zu leben, du versuchst, sinnvoll zu leben, du versuchst, gerecht zu leben, Mensch und Umwelt, und es ist alles, alles gut. Aber du wirst dadurch dich nicht erlösen können. Es ist wie wichtig und gut, ja, diese Dinge zu tun und zu befolgen. Aber Erlösung findest du so nicht. Sondern Vers 6, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, was wir verkündigen. Das ist meine Message, auch jetzt heute, wenn ich zu dir spreche. Das ist die Message, die wir für uns annehmen dürfen und auch weitergeben können. Hör auf zu kämpfen, hör auf zu krampfen, vertraue Jesus, vergib, bekomme Vergebung. Durch den Geist, vielleicht kann man es so mit diesen Worten mal zusammenfassen, durch den Geist wird das Ziel, Telos, des Gesetzes, Nomos, Tora, Altes Testament, klar, nämlich Jesus. Und Jesus ist die Erfüllung, auch das wieder, Telos, ist die Erfüllung von allem. So, und der Schritt dahin, das zu bekommen, ist easy. Es heißt im Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wärst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren oder zuschanden werden. Das war schon immer.
Das war schon immer so, auch im Alten Testament. Und das war auch immer auch schon die Botschaft für die Juden gewesen. Das ist hier ein Zitat aus dem Alten Testament. Ein jüdischer Prophet sagt das in Jesaja 28, Vers 16. Das gilt für alle. Und das ist auch die Botschaft für unsere Mitmenschen, die versuchen, sich selbst zu erlösen. Und wenn du Christ bist, hey, wenn du City Chapel Gemeindemitglied bist, wenn du zu unserem Kreis dazugehörst, das ist auch die Botschaft für uns, dass wir immer wieder das sagen. Leute, lasst uns das nicht so kompliziert machen. Lasst uns zurückkommen. Lasst uns zurückkommen zum Eigentlichen. Lasst uns zurück zu Jesus kommen. Lasst uns zurückkommen in die Vergebung, in die Gnade und wissen, er hat uns gerecht gemacht. Auch da wieder einen kleinen Link zur Botschaft von letzter Woche, was nochmal so gut dargestellt wird. Und das ist so eine wunderbare Nachricht. Darf ich das mal ganz kurz vormachen? Ich mache das mal im Gebet. Und mach dich einfach eins damit. Und Herr Jesus, wie einfach ist das? Und ich komme jetzt zu dir und du hast es hier gesagt. Ich darf das einfach nur aussprechen. Ich zitiere dich da nochmal, was du da gegeben hast. Du hast gesagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, natürlich auch, dass er gestorben ist für unsere Schuld, für meine Schuld und auferstanden ist, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt und um gerecht zu machen, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und das nehme ich jetzt für mich persönlich in Anspruch, dass du mich gerecht machst, einfach durch den Glauben und dass ich einfach nur an dich glauben muss und dass ich dann wissen darf, jeder, der an dich glaubt, wird nicht verloren sein. Und das nehme ich jetzt für mich persönlich in Anspruch und stell mich hier unter diesen Schutz, unter diese Zusicherung und ich möchte das Glauben annehmen und jetzt komm du in mein Leben und verändere du mich. Und ich möchte dir von jetzt an für dich leben. Danke für deine Erlösung. Amen. So ungefähr kann dein Gebet aussehen und vielleicht hast du das mitgebetet. Du kannst dich jederzeit auch zu uns wenden an die City Chapel. Schreibe eine Mail an info@citychapel oder ruf uns an und werde Teil. Das ist so eine tolle Sache. Genau, das ist die Nachricht. Und jetzt schau mal, in Vers 12 kommt das nochmal zum Ausdruck, da heißt es, denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also wie so nochmal so ein Nachdoppeln. Was für ein starker Satz. Und ich finde das so ein Vorrecht. Hey, ich bin kein Jude. Und was für ein Vorrecht ist es, ein Jude zu sein und zu wissen, ich gehöre zum Volk Gottes und Gott richtet all das, was wir im Alten Testament hat, an sein Volk. Aber jetzt mit Jesus, mit Christus, mit dem Messias geht diese Message, das war für Paulus am Anfang auch nochmal schwer nachzuvollziehen, überhaupt für die ersten Gläubigen. Ja, es geht auch zu uns und wir dürfen Teil von dem Ganzen sein, was Gott mit uns vorhat. Das ist so wunderbar. Hey, und das ist eine Einladung für alle. Ich weiß nicht, ob du im Hintergrund die Kirchenglocken hörst. Das finde ich so stark. Ja, das unterstützt das. So eine Kirchenglocken, die über die ganze Stadt schallen, die ursprünglich dafür da waren, um einzuladen und zu sagen, komm zu mir. Kommt zu mir, wenn ihr beladen seid. Kommt zu mir, ich will euch erretten, ich will euch Gnade geben. Natürlich bedeutet jeder, dass das für jeden ist, dass wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung dafür haben. Weil wie sollen sie, Vers 14, denn wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Ja, es geht nicht ohne Menschen, die selbst glauben und es anderen erzählen. Vers 15, wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen und die Gutes tun. Nun, zu dem Ausgesandten, du bist ausgesandt. Jesus hat in Matthäus 28 ja schon gesagt, ja, bringt das raus in die ganze Welt und erzählt das anderen. Natürlich, wenn du nicht an Jesus glaubst, bist du auch nicht ausgesandt. Aber das ist unsere Message. Das, was ich jetzt sage, hier über YouTube, über diesen Kanal, ist auch sowas. Aber das kann auch ganz easy passieren. Gerade gestern erzählte mir jemand, der hier gegenüber
in unserem, bin ja hier in der T70 gegenüber, im Café war und hat sich einen Kaffee gezogen da bei unseren türkischen Freunden und ist da ins Gespräch gekommen mit einer Bedienung und war innerhalb von Minuten beim Kern der Sache, dass sie gesagt hat, hey, ich habe mich auch mal mit diesem Jesus auseinandergesetzt, aber ich bin da nicht weitergekommen. Und so kamen sie ins Gespräch. Toll, hey, ich fand das richtig stark. Ja, und das ist irgendwo, lebt das einfach. Lebt das aus, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Natürlich gibt es da auch Ablehnung. In Vers 16 heißt es, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Jesaja 53, Vers 10, Paulus zitiert hier wahnsinnig viel aus dem Alten Testament. Übrigens, im Neuen Testament hat man ja nur Altes Testament gelehrt. Versteht ihr? Also das ist so, also du brauchst gar kein sogenanntes Neues Testament, dir reicht auch das Alte Testament, da steckt alles drin. Da heißt es, also so viel zu, das ist das Ende, ja, sondern es ist die Erfüllung. Ja, und das, was er hier sagt, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und auch hier sind die Juden wieder ein Beispiel für uns. Immer wieder hat Gott versucht, und das liest du ja durch das ganze Alte Testament, immer wieder hat Gott versucht, sein Volk, was weggelaufen ist, von ihm wieder zurückzubringen. Lesen wir das Buch der Richter zum Beispiel. Ja? Und dann die Propheten, die nachher kamen, die ganzen Propheten, die sind immer ein Aufruf, das Volk Gottes zurückzubringen zu ihm. Aber nicht jeder glaubt. Auch da wieder, es ist kein Automatismus. Es liegt oft daran, dass Menschen das nicht begreifen. Es liegt oftmals nicht daran, dass Menschen das nicht gehört haben. Es heißt im Vers 18, aber ich frage, haben sie es etwa nicht gehört? Doch, ja. Jetzt zitiert er wieder Psalm 19. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Das geschieht ganz verschieden. Ich meine, die Juden haben, sie haben die Tora, sie haben die Propheten, sie haben die Gesetze und alles. Ja, und natürlich auch die modernen Juden, das ist genau wie bei uns, die kennen das alles gar nicht mehr so richtig. Aber es ist doch präsent. Ja, die Juden haben jetzt neulich das Laubhüttenfest gefeiert. Und es ist ein Fest und sie feiern ja auch die Feiertage und die weisen alle immerhin zurück zu Gott. Und da gibt es viele Juden, die sich jetzt auch neu besinnen, die sagen, hey, wir wollen wieder zurück, wir wollen wieder mit diesem Gott unterwegs sein, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen an ihn glauben. Und so genau bei uns. Und wenn es hier jetzt zum Beispiel heißt, ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis an das Ende des Erdkreises, vielleicht war es bis vor 200 Jahren noch schwer nachzuvollziehen, dass man gesagt hat, ja, es gibt noch so viele Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Aber hey, heute, wo jeder hier so ein Smartphone hat, ja, wo jeder ein Handy hat und jeder das sehen kann und egal, wo du hinkommst, ja, ich frage mich manchmal, du kommst in den hintersten Busch und die haben ein besseres Netz wie wir hier im Schwabenland. Okay, das ist jetzt nicht vielleicht nicht so schwer, ja, aber es ist Wahnsinn. Und es geht so viel Good News, gute Nachricht raus. Und tatsächlich ist das auch ein Zeichen. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 14, zuerst muss das Evangelium gepredigt werden auf der ganzen Erde und dann kommt das Ende. Ja, übrigens auch für die Juden heißt es, am Schluss werden sich alle Juden zum Messias bekehren. Wie das genau funktioniert, hat Gott uns gesagt. Okay, nochmal kurz zu den Juden. Das Thema lautet ja, wir und die Juden. Vielleicht zwei Dinge, um ein bisschen zu verstehen, warum es den Juden doch recht schwer fällt, Christus als Messias anzuerkennen. Zum einen, das haben wir in Vers 2 und 3 gesehen, weil sie das Volk Gottes sind, weil ihnen die Tora gegeben ist, weil sie das auch sehr ernst nehmen, zumindest die religiösen Juden, und weil das auch sehr eng mit ihrer Kultur, mit ihrer Geschichte und mit ihrer Identität zusammenhängt. Das hat sie durchgetragen durch die viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Ja? Und jetzt, wenn man jetzt einfach querschießen und sagt, oh ja, das ist jetzt alles vorbei, wisst ihr, was ich meine? Das ist für Juden natürlich auch nicht nachvollziehbar.
Und sie hängen sich an diese Dinge, an das, was Gott ihnen halt auch als Tora gegeben hat. Das ist das eine. Und deswegen ist es für sie, glaube ich, ich bin da ganz demütig, wenn ich das hier sage, ja, ich will mich nicht darüber erheben, aber ich glaube, es ist für sie relativ schwer, jetzt plötzlich so das Evangelium der Gnade zu sehen. Mir hat mal ein Jude gesagt, hey, bei euch ist der Glaube ein Kaugummiautomat, ihr ehrt Gott nicht. Ihr sagt einfach, oh, ich habe gesündigt, ich schmeiße 10 Cent in den Kaugummiautomat und drehe rum und unten kommt die Vergebung raus. So nehmen sie das wahr. Versteht ihr? Und zum anderen gibt es noch einen anderen Punkt und da sind wir gefragt, warum Juden sich schwer tun, das zu glauben. Weil da so viel verbrannte Erde ist. Im Blick auf Christen. Ich möchte nur, dass wir das ein bisschen nachvollziehen, wenn du dich als Christ bezeichnest, das ist ja auch gut, aber für einen Juden ist das oftmals auch so diese Kette, weil sie sagen, Christen, was haben Christen uns in der Geschichte angetan? Versteht ihr? Da ist viel verbrannt im wahrsten Sinne des Wortes. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen sarkastisch bin. Und wenn ich dann sage, wir, dann tun sich manche schwer, was habe ich damit zu tun, was unsere Großeltern getan haben. Wir bedeutet doch wir, auch als Volk, ich sage es nochmal, als deutsches Volk. Ich sehe mich auch kollektiv als ein Nachfahre derer, die im Namen Christi Juden ins Gas geschickt haben. Und das ist ein Punkt, warum Juden halt eben auch, die so viel sich in der Geschichte anhören müssen. Lies mal die Geschichte. Juden wurden immer wieder, besonders von sogenannten Christen, verfolgt. Das waren keine echten Christen. Also ja, was heißt, waren keine echten Christen? Luther war auch ein echter Christ, ja. Und er hat nichts Gutes oder wenig Gutes drangelassen an den Juden. Sie wurden als Christusmörder bezeichnet, teilweise heute noch, Pogrome, Verfolgung und so weiter. Und wisst ihr, und natürlich auch die moderne Christenheit, ich staune immer, dass gerade viele unter Christen, vielleicht auch eher im liberaleren Christentum, ständig die Kritik haben an dem Staat Israel, was sie gegenüber den Palästinensern tun und so weiter und so fort. Ich mache keine Politik, ich möchte nur versuchen zum Ausdruck zu, doch ich mache ein Stück weit Politik, aber ich möchte nur ein bisschen versuchen zum Ausdruck zu bringen, warum es Juden halt auch heute schwerfällt, jetzt plötzlich an diesen Christus zu glauben. Ja? Für sie ist es auch ein Konvertieren. Versteht ihr? Das war ja früher auch. Also für sie ist das Judentum unteilbar verbunden auch mit dem Glauben und mit den Verheißungen. So, und was können wir dazu tun? Das sagt Paulus im Vers 15. Im Vers 15 steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Und die Betonung liegt darauf nicht so sehr auf das Verkündigen, sondern vielmehr auf den lieblichen Füßen. Love in Action würde ich das jetzt mal bezeichnen. Das ist unsere Aufgabe, besonders wieder für uns als Deutsche. Ist es nicht dran, zu predigen, was das Zeug hält, ihr Sünder und so weiter, sondern schaut mal, Vers 19 steht das. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Moses sagte, auch hier wieder ein alttestamentliches Zitat, 5. Mose 32, ich will euch, die Juden, zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, wir, durch ein unverständiges Volk, wir, will ich euch, hier heißt es, erzürnen, also zur Eifersucht bringen. Jesaja sagt, wagt sogar zu sagen, zitiert er auch wieder, Jesaja 65, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten, ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten, das sind wir. Die Heiden. So, und was ist unsere Aufgabe? Zu lieben. Zu lieben, was das Zeugs hält, dass das fast zur Eifersucht führt, dass Leute sagen, hey, was ist mit denen los? Warum lieben die uns so? Warum reden die immer von dieser persönlichen Beziehung, die sie zu Gott haben? Warum haben sie so ein Herz für uns? Und dieses Lieben ist ganz, ganz praktisch. Sollte mal Corona jemals vorbei sein, reiß mal nach Israel. Oder besuch doch mal eine Synagoge, komm doch mal mit Juden ins Gespräch, schau mal, wo es die Menschen gibt und dann versuch zu lieben, versuch ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, das ist das ganz, ganz stark, was wir machen können. Das war ja so ein bisschen auch mein Ansinnen im Römer 9, so ein bisschen was von der Leidenschaft mitzubekommen, die Gott hat im Römer 9, Vers 1. Er sagt, ich lüge nicht, hey, ich sag die Wahrheit und ich mein Herz geht über vor dieser ganzen Sache.
Und das ist das eigentlich, was mir am Herzen liegt. Aber lasst mich trotzdem nochmal abschließen mit diesem einen Satz aus Hosea 25, den Paulus in Römer 9, Vers 25 zitiert. Hosea 2, Vers 23 ist das Zitat, wo Paulus in Römer 9, Vers 25 sagt. Und das bindet die zwei Sachen so zusammen. Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie mein Volk sein. Und das bindet die zwei Sachen zusammen. Er spricht hier zu den Juden und unsere Message ist, zu lieben, zu beten, dass das moderne Israel, die modernen Juden, diesen Weg wieder zusammenfinden zu diesem Gott. Dass sie in ihre Berufung wieder hineinfinden, als Volk Gottes zu agieren. Sie sind Volk Gottes, aber dass sie das auch annehmen und glauben, ja. Unseren Part habe ich eben erklärt. Aber auf der anderen Seite, für dich, für mich gilt, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Das heißt, er hat auch mich nicht verstoßen. Hey, wie oft laufe ich weg? Das Beispiel Hosea, ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, da ging es, dieser Hosea, der mit einer Frau war, die in der Prostitution drin war, die weglief und eigentlich war Game Over. Ja? Und Gott sagt Hosea, jetzt geh wieder hin und liebe diese Frau, hol sie wieder aus der Gosse und lieb sie, um zu sagen, so bin ich zu euch, so ist er zu mir. Das ist der Grund, warum ich hier stehe. Ich bin so froh, so dankbar, dass dieser Jesus mich erlöst hat. Und das gilt für jeden, ey, egal. Und bitte, denk nicht, es ist nicht für mich, es ist für dich. Vielleicht bist du irgendwie jetzt auf diesem Video gestolpert, hast keine Ahnung von Glaube und so weiter. Vielleicht hörst du jetzt diesen Satz. Ja, wir haben ja eben gesagt, das ist in die ganze Welt ausgegangen und es ist so close, so nah. Und du denkst vielleicht, ach, es hat doch alles keinen Zweck. Doch, ich sag dir, es hat Zweck. Er möchte dich aus der Gosse rausholen. Er will dich zu seiner Geliebten, zu seinem Geliebten machen. Er will dich als Teil seines Volkes machen. Er will dich erlösen. Und dafür bete ich jetzt nochmal. Und Jesus, ich danke dir für deine Erlösung. Ich danke dir für dieses Beispiel der Juden. Ich danke dir dafür, dass du niemanden über die Klinge springen lässt. Und das tust du auch mit uns nicht. Und du gehst nach. Wir haben eben diesen Satz gehört. Ihr Schall ist ausgegangen, diese Message ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Und dieser Video, der wird jetzt nicht unbedingt auf die ganze Erde verteilen, aber vielleicht erreicht diese Botschaft irgendjemand da draußen, der sich sagt, wow, habe ich noch gar nicht gehört. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du Vergebung schenkst und dieses Bewusstsein schenkst, dass du gekommen bist. Und da sage ich nochmal mein Lieblingszitat, wo du sagst, kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Komm du durch deinen Heiligen Geist. Mach du alles neu. Verherrliche du dich. Und lass uns das erleben und erkennen, dass du ein Gott bist, der vergibt, der uns in Jesus diesen Ausweg geschaffen hat. Für Juden und für uns. Für jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne, hey, schön, dass wir gemeinsam diese Zeit verbringen konnten. Ich möchte dir alles, alles Gute wünschen. Gottes Segen für deinen weiteren Weg. Und mein Wunsch ist echt, dass diese Liebe Gottes dich so richtig erreicht und richtig erfasst. Und lass uns echt dankbar sein für das, was Gott uns angeboten hat. Ansonsten, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und Gottes Segen. Stay tuned, ja? Schalt nächste Woche wieder ein. Und lass dich einfach segnen. Amen.